Und mit unverschämtem Glück haben wir gerade durch Zufall in der erstbesten Truhe unser verlorenes Quest-Item gefunden. Eine weitere Sackkapuze. Es sieht so schön aus. Jetzt gehen wir wieder zurück zu den anderen Ratten, die sich rechts von uns verbergen. Genau. Ratti, rat, rat. Dumme Ratte, dumme Ratte, dumme Ratte. Kriegst mich nicht, kriegst mich nicht, kriegst mich nicht. Lalalala. Und rein hier. Dieser Scheißmord, dieser Scheißmord. Links, rechts? Ich kann schon über die Straße gehen. Okay, dann gehe ich mal wieder. Tschüss. Odo 37.000 plus 1 hat versagt. Bitte notieren. Nein, erst. Ihr wisst ja. Save early, save often. 3. August. Wir haben den 2. September. Und 3. August habe ich zum letzten Mal auf der Position 3 gespeichert. 7. August. Ich habe das Ding fast einen Monat nicht mehr gespielt. Ach du Heilige. Okay, so. Gespeichert und nun geht es weiter. Ohne Flagge im Hintergrund. Hey, du bist zurück. Hier ist alles, was wir brauchen. Oh, ist das so? Ja, ich werde es mal verstauen, ne? Für uns alle. Siehst du, Gusto, und du hast gesagt, er wäre nutzlos. Also, werdet ihr mir jetzt helfen oder nicht? Oder schwamm drüber. Nee, ich würde sagen, werdet ihr mir jetzt helfen? Ja, wir haben doch nur Jesting. Entweder wir haben nur gespaßt oder wir vertreiben nur die Zeit. Eins von beiden, wir werden es gleich sehen. Jesting. Wenn wir jemanden nicht magen, nicht mögen, dann sagen wir das gleich in deren Gesicht. Dann wahrscheinlich, wir sind... Also, sie machen's. Oder stechen ihn einfach in den Rücken. Genau. Also, was möchtest du lernen? Keine Ahnung. Was will ich denn? Was ist denn Tenacity? Moment, ich muss ganz kurz nachschlagen, was Tenacity ist. Das Wörterbuch liegt schon parat. So, also, jesting ist in der Tat ein Scherz machen. A jest is something that you say that is intended to be amusing. Und Tenacity ist, dass wir faktisch dranbleiben, dass wir Durchhaltevermögen zeigen, dass wir, ja, sowas. Was wir uns das im Spiel helfen soll, weiß ich nicht. Und weil ich es nicht weiß, mach ich's mal. Erklär's ihm. Los, Gusto. Das ist natürlich sehr geil. Wir können dir zeigen, wie du schneller dein Durchhaltevermögen erneuerst, wenn du fertig bist. Ja, bitte. Bring's mir bei. Gusto teaches you how to quickly restore your stamina. Yes! Gibt's da noch was anderes? Gut, also was brauchen wir noch? Auf der Spitze des Aussichtsturms, da gibt's eine Ratte. Ein wirklich grausamer Skrunt. Ein Wort zu unanständig, um es zu beschreiben. Ihr meint Silas, der Signalwache? Yeah, that. Ja, diese. Skrunt. Ich will sagen Kant irgendwie. Diese. Scrunt. Wir brauchen sein Spähglas. Ich kann von ihm nicht klauen. Warum nicht? Er ist nicht dein Freund, Maus.
Aber wir sind es. Er ist nur eine Ratte. Eine richtige. Aber er hilft mir. Come on. Er nutzt dich nur aus. Warum sollte ich euch glauben? Du würdest lieber eine Ratte trauen, denn uns? Schau in dein Foodlogger, dann wirst du sehen. Und schau nochmal nach, ob du wirklich glaubst, dass dein Freund ist. Das habe ich schon getan. Ah, wir haben dich schon dabei. Okay, aber I already did. And? I don't know what to think. Ich weiß nicht, was ich... Danke. Ich würde gerne eine Erklärung haben. Ah, fuck. Ich möchte weiter fragen, was dahinter steckt, aber ich kann mich jetzt nur entscheiden zwischen ich traue euch genauso wenig oder hier sind die Spähgläser, also das Fernglas. Ich sag mal das hier. Autosave down. Habe ich was falsch gemacht? Nee. Ach, das gibt's einfach nicht. Okay, gut, dann halt nicht. Dann geht's halt weiter. Hier sind die Spähgläser. Gut. Das hat ja gar nicht mal so lange gedauert. Ja, vielleicht werde ich halt besser darin. Nein. Nein, ich meine eher... It didn't take too long to get the spyglasses. It was easy. diese Mäuse. Es hat nicht zu lange gedauert. Nein, es dauerte nicht too long als Wort, das zu bekommen. Es war einfach einfach. Es war einfach einfach. Including his peers and his own self to be the greatest thief alive. It didn't take too long. Ah, too long. Too long war der berühmteste Dieb seiner Zeit. Das heißt, es hat nicht too long gebraucht. Das heißt, es war sehr simpel. Oder auch, das Kind der Tante deiner Mutter, Schwester, Sohn hätte das auch blind mit einem Lolli im Mund und mit verbundenen Füßen, Augen und mit gestopften Ohren nachts um 3 in der Vollmondnacht draußen bei minus 5 Grad geschafft. Das meint das ungefähr übersetzt. Und was steht hier? Tales of his daring and guile are neo legendary and with each telling. Okay, also die Geschichten von seinem Wagemut sind nahezu legendär und werden immer wieder neu erzählt und auch aufgefrischt und vielleicht auch editiert. Aber Toulon ist weder ein Held noch ein Villain noch ein Streuner. Mercurial irgendwie seelsorgerisch und kapriziös. Er ist eine Kraft der Natur. Mercurial ist bestimmt falsch. Mercurial, Moment, ich tippe mal ganz kurz nebenbei ein, was Mercurial sein könnte. Mercurial. If you describe someone as Mercurial, you mean that they frequently change their mind. Ah, okay. Also er ist sehr wechselhaft. Sehr wechselhaft und kapriziös. Toulon ist eine Kraft der Natur, eine Naturgewalt. Unmöglich, sein Verhalten vorherzusagen. Ich möchte mal ganz kurz gucken, wie man kapriziös eigentlich noch anders übersetzt. Ja, genau. Also unbeständig. Unbeständig und wechselhaft. Gut. Er steht genauso gerne Gold vom Baron wie auch vom ärmsten Schlucker. Okay. Aber natürlich sind seine berühmtesten Taten natürlich die nobelsten. Es wird gesagt, dass Toulon einst sein Leben riskierte, um ein kleines Dorfschaft von vor marodeurenden Banditen, also vor brandschatzenden Banditen zu warnen. Okay. Sie kamen zurück und haben ihre Hütten intakt, aber halt ausgeraubt wiedergefunden. Trotzdem sind sie dankbar dafür, dass er ihnen das gesagt hat. Vielleicht könnte es aber auch sein, dass Toulon sie selbst ausgeraubt hat. Okay. Du meinst Toulon den Dieb? Oh, er ist mehr als nur ein Dieb. Er ist der größte Dieb auf der ganzen Welt. Er muss schon eine ziemlich harte Maus sein. Toulon ist unser Held. Wir würden alles geben, um ihn zu treffen. Alles! Alright. So,
Was können wir dir beibringen? Agility oder Awareness? Awareness. Das ist ein für den Dieb höchst wertvolle Tätigkeit. Das ist ein Weg, um Ratten früher zu spüren. Wir können dir das sagen. Beibringen. Ja, bitte. While sneaking in enemies' positions, we revealed as a glowing white aura. Sehr geil. Während wir sneaken, entdecken wir die gegnerische Position durch eine schimmernde weiße Aura. Gibt's noch was anderes? Ja, was ist das nächste auf eurer Liste? Mitternacht am 10. Tag, in einer mondlosen Nacht, at Pilgrim's Landing, da werden wir unseren Kontakt treffen. Big Jeff, der Schmuggler. Schon wieder vergessen zu displayen. Big Jeff, der Schmuggler. Er wird uns dort erwarten, offshore. Wir brauchen eine Diebesmuschel, um ihn zu rufen. Was ist denn ein Diebespfeife? Es wird benutzt von Mitgliedern der Diebesgilde, um im Geheimen zu kommunizieren. Sind wir denn selbst in der Diebesgilde aufgenommen? Punkt, Punkt, Punkt. Ich dachte, die hätten unsere Bewerbung zurückgewiesen und deswegen haben wir unsere eigene Gilde aufgemacht. Das war nur ein klerikaler Error. Das war nur ein Glaubensding. Nichts weiter, um sich zu beschweren. Jedenfalls, du kennst den Frosch unten in dem Jail. Diesen Valian. Sie sagen, er hat eine Pfeife in seiner Zelle verborgen. Valian Frogs. Die Frösche von Valia repräsentieren die des Sees ureigenste und einzige indigene Bevölkerung. Und ihr Wissen über die seelische Strömungen und Winde ist sehr hoch angesehen oder so. Nur die dümmsten oder auch die mutigsten Navigatoren und Käpt'n würden es sich wagen, den See ohne so einen Frosch zu bereisen. Schau, ob du es von ihm bekommst. Ja klar, gerne. Okay, scheiß drauf. Wir müssen zum Frosch zurück. Ich glaube, das ist der schnellste Weg darunter, ne? Lass uns das wagen. Einmal quer durch. Ja, danke fürs Backen. Einmal quer durch. Lass mich vorbei. Dankeschön. Hier hinüber in die Dunkelheit. Wo ist die weiße Aura? Wir sollten jetzt eigentlich die weiße Aura haben. Ich sehe noch keine weiße Aura, ehrlich gesagt. Ach doch, da. Da war eine weiße Aura. Gut. Komm mal mit. So. Wir können immer noch viel mehr Handkerchiefs klauen, aber was soll's. Ganz kurz hier drinnen verstecken. Und wir sind bei Folge 13, oder? Das heißt, auf das dritte Safe Game. Yes. Udo 1 und Udo 2 haben erfolgreich versagt. Bitte notieren. Wir brauchen eine Whistle. A Thief's Whistle. Kann man hier irgendwas... Nein? War das da oben ein Fehler? Offenbar ja. Doch vielleicht gibt es hier irgendwas da oben versteckt, wo ich mit dem Stuhl rankomme. Mal schauen, mal fragen. Oder wie hat denn der gesprochen? Der war besoffen, oder?
Noch am Leben, oder? Nach was suchst du denn dieses Mal? Sie sagen, du hättest eine Diebespfeife. Na, das wissen sie also. Und wer sind diese die, von denen du sprichst? Zwei Mäuse, die ich getroffen habe. In den Haltungszellen. Diese Diebe. Dieses Paar von Schatnatz trägt doch still mein Leck. Das ist zu schade, um es zu übersetzen. Dieses Paar von verschütteten Nissen, die versuchen, mein Bein zu stehlen. Warum sollten sie ein Holzbein gebrauchen? Nicht das Hölzerne, das andere. Was? Ich gebe dir diese Pfeife. Aber jetzt brauche ich was du für mich tust. Ich werde niemanden töten, wenn es das ist, was du brauchst. Natürlich nicht, ich bin doch kein Monster. Nur ein besoffener Frosch mit einem Kapitänshut und einem Gesichtsbuch, der in einer Zelle eingekerkert ist. My bucket for me then. Was? Du sollst nur meinen Eimer für mich entleeren und... Moment, besoffen. Du sollst deinen Eimer für mich entleeren und dann sehe ich, was ich haben kann. Der hat die doch nicht, der hat die wohl unter seinen Exkrementen oder was? Alter. Okay. Dein Bucket leeren. Aber das Ding da ist schon voll. Also das geht nicht mehr. Okay, also der Abfluss ist schon voll. Dann geh rein und entabflusse es. Entstoff es. Mäuse wie du sollten sich daran gewöhnen, Scheiße rumzuhäufeln. Ja, danke schön. Okay. The stench is enough, this thing. Oh, wir haben gerade die Stöpsel gezogen. Ich glaube, wir haben keinen Stöpsel gezogen. Wir haben gerade dicke, fette Viecher weggeäufelt. Oh. Night Soul Bucket. Oh. Und jetzt? Und nun? Oh, okay. Also, wir haben erstmal Scheiße weggeräumt und jetzt haben wir das Ding da veräufelt. Und nun? Cabrons. Das ist so fisches Rhythmus. Was brauchst du? Ich habe deinen Scheißeimer geleert, wie du gefragt hast. Jetzt gib diese Scheißpfeife. Pfeife? Ah! Okay, komm mal her, Maus, und ich erzähl dir was. Näher. Es ist versteckt in meinem Lachtopf. Oh. Also das, was ich gerade ausgeleert habe? Ja. Das hätte ich vielleicht vorher erwähnen sollen. Viel Glück und Spaß da unten in den Kanälen. Oh. Nicht schlecht. Doch, ich muss nochmal erinnern, wir haben vorhin hier unten schon mal was gehört. Irgendwo unten habe ich das Kettenrasseln gehört. Also wir waren schon mal an dem Ort, an dem jetzt das Ding zu liegen hat. War das gerade richtig? Deutsch? Keine Ahnung. Hier aufsetzen und runter in die Abwasserkanäle. The sewers. Well. So.
vielleicht, hier ist der Frosch, vielleicht kann man das übereinander legen. Also ungefähr 8e. Toll. Bringt uns ja mal gar nichts. Aber könnte sein, dass es hier irgendwo liegt. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Hier komme ich gerade her, das ist doof. Gehen wir mal hier runter. Hier ist aber nichts. Nein. Dann vielleicht... Ja, ich muss ein bisschen laufen. Komm, komm, komm. So, erstmal das. Und weil ja ab und zu das Spielen mal wieder abstürzt, man weiß ja nie. So. Wunderbar. Wann habe ich denn angefangen aufzunehmen? Ah, verdammt. Naja. Vielleicht wird die Folge wieder ein bisschen länger, vielleicht auch ein bisschen kürzer. Mal sehen. Da will ich nicht hin. Nein. Wo will ich denn hin? Vielleicht da oben hin? Weiß ich nicht. Mal schauen. Kann sein. Ich habe was gehört. Ich höre was. Jawohl. Hier fließt also seine Kacke hin. Super. Wir haben die Whistle. Und nun zurück zu unseren Freunden Gusto und Vatale. Wie komme ich denn jetzt am schnellsten dahin zurück? Indem ich abkürze. Und wie kürze ich am besten ab? Indem ich hierhin gehe. Faustus bringt mir nichts. Nee, Faustus bringt mir nichts als Abkürzung. Dann gehe ich einfach zur Leiter raus. Zum Pult, zum Gefangenenpult faktisch. Oh, Florinchen. Danke. Ich würde echt gern sprinten können, aber es geht hier in diesem Wasser überhaupt nicht. So, das haben wir. Ach, wir können nicht sprinten wegen der Mütze. Die tut uns weh. Dann machen wir mal Folgendes. So, alles klar. So, das Hammer. Jetzt ein wenig hier lang. Dann können wir ein bisschen abkürzen. Speichern müssen wir noch nicht. Und nach rechts. Sticky? Ja. Hallo. Ah, diese scheiß Maus, die ist gerade auf das Fass draufgesprungen. Woanders kann sie nicht verstecken. Ich gucke in das Fass rein und aber... Hä? Wie krieg ich den Deckel auf? Hab keinen Dosenöffner? Nur einen großen in der Hand? Ich weiß es nicht. Ich gehe davon und lese wieder weiter. Meinen Goethe Faust. Nein? So... Und dann machen wir ein bisschen Smalltalk. Er ist zurück? Hier, ich habe die Diebespfeife. Gut. Was ist das für ein Gestank? Alles klar. So, welche letzte verborgene Fähigkeit möchtest du meistern? Agility. Das ist eine gute. Das wirst du sehen. Oh yeah. Wir können dir beibringen, wie du von hohen Höhen fällst. Wie du aus hoher Höhe fällst, ohne dir weh zu tun. Ja, bitte, zeig's mir. Die beiden Mäuse zeigen, wie man sicher landet. Gab's noch was anderes? Nö, ich glaube, das war's. Geil. Ich bin fertig, oder? Warum geht es nicht weiter?
Okay, ich muss noch eine weitere Blume finden und ich muss noch die Diebesstiefel finden. Mist. Wo kann ich noch nachgucken? Ich habe eine Idee, wo ich noch ganz fix nachgucken könnte. Die Tür war vorhin verschlossen. Vielleicht passt jetzt durch irgendein Wunder plötzlich mein Schlüssel. Und zwar war die Tür hier oben. Hast du... Nein, du hast auch keinen Schlüssel dabei. Ja, scheiße. Nein, lass mich leben. Lass mich am Leben. Ich bin doch ein kleines, nettes Mäuschen. Scheiße, bringt mir nichts. Nein. Ich will weg. Ich bin sicher, oder? Jo, ich bin sicher. Also, Diebesstiefel brauche ich noch. Und eine weitere Rose. Sind doch weg. Die Frage ist jetzt, wo? Spielfehler? Nö. Okay. Da hat das Spiel sich gerade verabschiedet, finde ich super. Seht ihr gerade nicht, aber... Oops, the game crashed. The crash report folder name bla 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 next to game executable. It would be great if you'd send it to the developer of the game. Developer of the game. Ja, das werde ich tun. Ich werde es wieder in meiner Dropbox hochladen und den Link per Mail schicken. Vielleicht könnt ihr was mit der Crash-Datei anfangen. Auf jeden Fall wollte ich sowieso gerade die Folge beenden, denn in der nächsten Folge werden wir die Diebesstiefel suchen, so wie die letzte Rose. Hoffentlich finden wir das. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao!